Das war eine neue Spinosaurus-Animation. Denn mit dem kostenlosen Update 7 hat auch der Spinosaurus ein paar Veränderungen bekommen. Unter anderem diese Release-Animation. Vor dem Update sah die Animation so aus. Die Körperhaltung von dem Spinosaurus wurde auch verändert. Dieser läuft jetzt aufrechter. Das kann man, glaube ich, sehr gut an den Armen erkennen. Also die sind wesentlich weiter weg bei der neuen Version vom Boden. Und er hat auch eine neue Kill-Animation gegen große Fleischfresser bekommen. Das hier ist im Vergleich dazu nochmal die alte Animation. Und hier nochmal die neue. Und jetzt das Ganze nochmal in Zeitlupe. Er weicht hier erstmal so halb einem Angriff vom T-Rex aus. Dann packt er ihn am Genick, hält ihn auch mit seinen Klauen fest und dreht dann den Kopf oder den Hals um. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem neuen Spino in die Kommentare. Es gibt auch noch weitere Änderungen durch das Update 7, die ich euch noch nicht gezeigt hatte. Der Monolophosaurus kann zum Beispiel jetzt auch das Ranger-Team angreifen. Genauso wie der Proceratosaurus. Außerdem kann man diese Verbindungsgebäude für diese Viewing Galleries, die kann man direkt hier einrasten lassen an der Lagune. Da verändert sich dann auch zum Beispiel in der Kurve die Lagunenwand zu so einer, ja, schrägen, sag ich mal. Das ist auch ganz praktisch, hatte ich auch noch nicht gezeigt. Und man kann sich jetzt die Animation im Species Viewer auch in Zeitlupe angucken. Dafür muss man T drücken. Und das waren jetzt so die wichtigsten Sachen, die ich noch in den Patch Notes gefunden hatte und euch noch nicht in meinem Update 7 Video zeigen konnte oder gezeigt habe. Das Video verlinke ich euch übrigens in der Videobeschreibung, also schaut da gerne mal vorbei. Ich bedanke mich jetzt vielmals bei euch fürs Zuschauen, würde mich selber ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.